Kit. Mal schauen. Ich bin noch nie die Kit im Zufallsgefecht, glaube ich, gefahren. Ich sehe Stufe 10 Gefecht und dann schauen wir. Also bin ich ganz weit hinten zu finden. Dann ganz weit. Rabe sagt, da sie nur gewonnen haben, müssen das auch alles Anfänger gewesen sein. Also passt deine Aussage schon. Bis auf das Stufe 5 Gefecht, da sind wir mit den ultimativen Pros gefahren, weil das haben wir verloren. Wer sind die Pros? Weiß nicht, die Gegner da gewesen. Top-Tier. Oh, wir sind Top-Tier. Das ist wie beim letzten Mal, wo ich mitgefahren bin. Da waren wir auch die ganze Zeit Top-Tier. Das ist mein Das ist gutes dieser Karma. CC-Bonus, muss es sein. Ja, ein CC-Bonus am Arsch. Scheiß CC-Bonus. Wenn ich das höre, dann kriege ich das große Kotzen, wie hart ich immer gefickt werde vom RNG und vom Matchmaking. Das passt auf keine Kuhhaut mehr. Das ist. Keine Chance. Wo fahren wir denn hin? Schauen wir mal. Ja, wir können, ich glaube, wir fahren nach A, oder? Ja, lass uns A machen. Weil Kage steht schon drüben, du bist auch eher K, so A ausgestattet. So. Acht, zwei, acht. Ah. What's moin means? What's moin mean in English? Hello? Good morning. Ah, kennst du Sayuri? Ist ein Schweizer Mädel bei Twitch, die auch World of Warships streamt? Nein, ich kenne tatsächlich kaum andere Streamer. Als ob ein CC einen Bonus hat. Ah, er muss von diesem Irrglauben abkommen. Es ist ein Fluch. Sonst hätte ich schon wahrscheinlich 70% Winrate. Hätte ich einen Bonus. Vielleicht gibt André, es ich habe manche, keine die Mütze dabei, ich habe definitiv das Flaggfeuer dabei. Ne? Bonus haben. Aber die Österreicher sind so unsympathisch und ich bin Österreicher, deswegen wir haben keinen. Das ist das Problem. Verschwörungstheorien bis Rennen anheizen. Andere Streamer haben wahrscheinlich sicher einen Bonus. Und andere CCs auch. Kannst du mir ein Smoking legen, André? Natürlich schon, aber weiß nicht, ob ich das will. Ja, von Kannst du mir auf jeden dann. Fall einen Vorteil ausbauen? Aber da kommen sowieso Torpedos, ne? Geht ja mehrere Torpedos, musst aufpassen. Ja, da ist eine Ordermöglichkeit. Ja, aber die wird gleich zugehen, weil sie rückwärts an die Egle fährt. Ich halte die offen. Kann ich auch schießen, ohne Angst zu haben. Was? Dublonen-Bronus, ja. Klingen alle die Region. Wir klingen nicht wie Schweizer, das ist der ganz normale Tiroler Dialekt. Und wenn die richtig in Dialekt sprechen, versteht man kein Wort. So ist es. Sicher mache, das ist ausgezeichnetes Hochdeutsch für einen Tiroler. Oh, das war mal Flieger am Arsch. Ah, Mist, jetzt sehe ich es nur mal. Bin schon unterwegs. Sie sind da reingefahren. Ja, Anders. Hast du dir den CC-Knopf für besseres Matchmaking nicht angekommen? Problem ist, der Halles hat mir mal einen geschickt, aber ich habe die Adresse nicht richtig geschrieben und der ist dann leider verloren gegangen und sie hatten nur eine begrenzte Anzahl. Leute, ich bin der CC, der die Scheiße nicht hat. Fieses Grafe sagt dann Danke für die Mühen. Ja, das ist. Am Anfang war es echt schwierig. Da. Oh Jawohl, aber Mann. mehr ist raus. Dann, hallo meine Liebe, das war hier. Du wolltest brennen. Ich nicht zu hier? Ja, wow. Ich weiß jetzt übrigens auch, wo die Fidschi sitzt. Habe ich gut kassiert gerade von dem Luder. Nicht mal ein Torpedo hat es genommen.
Bringen wir die Fidschi raus. Yep. Oh, das ist nicht mehr. 28 Sekunden noch, dann ist mein Smoke zu Ende. Ja, das ist. Ah, das ist der. Wo wird denn der Klischee-Dialekt im Ösiland gesprochen? Was für ein Klischee-Dialekt? Ah, das ist Wien wahrscheinlich, was du meinst, Marc-Anton. Das ist der Klischee-Dialekt. Das Wienerische. Ich kann nur eine ganz schlechte Parodie. Und wenn's nur mal so deppert tust, dann kriegst du Watschen, das Monster Wiener Stephans, du bist ein Salzstangerl. Das ist die schlechteste Parodie, die ich kann, aber auch gleichzeitig die beste. Mir leid. Für alle Wiener, die sich das jetzt anhören müssen, tut mir leid. Die Caracciola will die hier durchpushen. Ja, die wird Torpedos bekommen. Wichtig wäre, dass die Fidschi rausgeht wegen der hydroakustischen Frühwaren und so. Salala. Den irgendwie alle Nicht-Wiener hassen. Ja, hassen, das ist vielleicht ein starkes Wort dafür, aber er ist halt nicht so beliebt. Nein, Gunnar, dadurch, dass du torpedierst, bremst sie ab und stirbt nicht. Sorry. Ja, das war jetzt echt schlecht gemacht. Als Flugzeugträger, Kapitän, müsst ihr das sehen. Ja, den Torps habe ich jetzt erst gesehen. Sorry. Direkt wieder alles, jetzt mal Topsketten auch noch treffen. Jetzt muss ich den Smoke hier wegballern, weil sie nicht raus ist. Ne, mein Tops geht vorbei, leider. Aber jetzt habe ich sie in der Breitseite. Hallo. Boah, wie schlecht sie geschossen hat. Bent. Wir sind noch ein Torp lutscht. Und ich kann. Ich kenne nur eine Tiroler-Parodie. Bist du Tiroler, bist du ein Mensch, bist du kein Tiroler, bist du... Bist du ein Tiroler, bist du ein Mensch, bist du kein Tiroler, bist du ein Arschloch. Ja, die kennt man auch. Es gibt viele verschiedene. Ja, die Österreicher werden Land auf, Land ab, werden die verarscht. Das ist natürlich viel. Ja, geht die vielleicht raus jetzt? Und, mach's gut. Ja, nein! Ups. Jetzt bitte eine Hans-Moser-Gedenkminute. Achtung, da. Oh, eine Gacha! Oh, super, jetzt bin ich auf der anderen Seite unterwegs. Das ist kein Problem, die geht raus. Endlich ein bisschen Schaden für den Prime. Boah, ein schon Schaden. Wie ist es? Er ironischerweise nicht den guten Schaden. Ich bin schon unterwegs, bin ja schon unterwegs. Hallo Schatz übrigens. Wir sind noch fett im Gefecht. Ja, die Leute haben sich nicht aufgehört, hier Fluffy Power Schiffe zu wünschen, aber das ist jetzt vorbei. Wir machen noch die Immelmann danach, dann können wir sehen, wie ich richtig halt absacke. Also Luce. Das ist dann das schlechte Gefecht am Ende noch, die Niederlage. Cool Hunter, danke schön für deinen Follow, herzlich willkommen. Und danach war's das. Wie den Gefechten für heute. Gibt es noch die Schlussverlosung natürlich mit 4 Codes. Und dann. Johnny kann ich absnacken, wenn du willst. Dann ist Endling Time, ganz genau, Schatz. Ach, guck mal, da eine Eitle. Hallo, Eitle. Eitle hier, Na, wissen wir gar nicht. Fluffy Power. Dürften Flares, vielen lieben Dank. Dankeschön für deinen. Gerade 150 Bits. Dankeschön. Die Kauf geht da rein da. Nein, nein, nein. Dankeschön. Ganz kurz offen und dann kommt die Salve. Ja, das. Gib noch einen Brand. Oh nein. Ja, schade. Fahr mal durch zu C, wenn das genehm ist. Jupp. Regelt ihr das oben? Ich probier's. Du hast noch Sascha, die kann man auch nichts anhaben. Uff.
Spaß dran. Der Ismail kommt hier rein. So, Gunner, jetzt kannst du. Ah, du musst oben die DDs aufhalten. Ja, ist gut, das ist gut. Okay. Oh, Scheiße, du hast eine Ise. Die schießt auf Miese. Au. Ah, jetzt kommt der Flugzeugträger. Ja, hier. Ich hab leider kein Hydro. Oh, da komme ich noch ein bisschen auf 10 Kilometer. Oh. Ja, da trifft die Asashi mal jemand. Au, das tut jetzt weh. Das tut jetzt weh, die Scheiß. Scheiß Flugzeugträger, der versaut einem halt alles, ne? Ja, ja, ja. Was macht denn eigentlich die Ismail da unten bei der? Ja, der CV deckt auf und die Ismail schießt. Das ist eine gute Kombination von Flugzeugträger und Flachschiff. Das ist das Problem. Die Asasho ist da noch, ne? Ja, ich weiß. Bräuchte ein bisschen Supervision, ansonsten wäre auch sonst schwierig mit dem Flugzeugträger hier. Colorado hat halt wenig, die wäre schlau, wenn man die auch rauskriegt. Komm. Ist der scheiß Flugzeugträger hier schon wieder? Verrecke, scheiße. Ich hab leider gerne das Blades. Nein, das passt schon, ich muss mich ziemlich kurz zurück, dass nichts auf mich schießen kann. An der dummen Schwein da. Sehr gut. Das funktioniert nicht mehr, du warst die ganze Zeit auf. Hallo, mir wird angezeigt, dass ich das nicht bin. Dann bin ich zugegangen und dann geht's. Also mit P geht das immer noch. Weißt du, Asashi ist im BD drin. Natürlich geht das, wenn ich meine Flak ausmache, dann schrumpfe ich wieder zusammen auf 2,4, wenn der DD nicht drin ist. Doch, wenn der hochgefahren ist, bin ich doch kurz zugegangen. Deswegen hat er auch daneben gehalten. Mal schauen. Diese kommt. 2,7 Kilometer. Bang, 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 bang. Jetzt, warum funktioniert das nicht mehr? Was ist das für ein Schmutz? Aufdeckungsreichweite zur Luft, das kann doch nicht fake sein. Sascha. Hat mir auch den Werfer ausgeschossen. Es wurde vor. Nein, vor ja. Was? Nein. Detonation verdient, Bitch! Jawohl. Da. Was vor Jahren geändert? Wenn der jetzt rausfährt und ich B drücke, dann gehe ich zu. 5. Nein, gehe ich nicht. 5.2. Warum immer noch 5.2? Jetzt 5. Ah, weil ich geschossen habe, deswegen. Weil ich geschossen habe. Aber sonst geht es. Muss ja. Wieder der CC-Bonus in Aktion. Also ich weiß nicht, was du meinst, fieses Geraffel, aber Aufdeckungsreichweite zur Luft ist 2,7 Kilometer, außer die Flak geht an. Dann ist sie auf Höhe der Flak. Wird auch hier angezeigt. Erkennbarkeit zur Luft.
Wo ist denn der Flugzeugträger? Der ist hier ganz in der Nähe. Ich lasse aber an, weil dieses Mal muss alles fliegen. Jawohl. Brauchst du noch einen Nebel? Ich habe noch einen Nebel, ja. Mal schauen. APC und Nebel. Ja, nein, muss ja auch nicht sein. Diese fahren nämlich eurem, die wollen unseren Träger haben. Ah, okay, das meinst du. Ja, das Problem ist, ich sehe, der Flugzeugträger ist hier hinter der Insel. So, jetzt gehe ich erst auf bei... Ist er? Jetzt bin ich offen. Also es geht schon. Fluffy Power! Vielen lieben Dank für deinen Follow, Bonem. Ja, jetzt kann ich nicht ausmachen. Moment. Du nervst mich jetzt. Jawohl, André, flug ab der Experte. Ja, aber das ist. Du musst das oben schaffen, ne? Oh, schau mal was. Du musst die Scheiß Bismarck rauskriegen, dann ist es schon besser. Oder dreh mir nach unten, schau, dass du wegfahrst. Ich bin doch schon dabei. So. Der Pilot ist schon gesetzt. Problem ist. Der fährt weg. Muss das eigentlich erobern, nicht treffen lassen? Wie viel hat er noch? Das wäre wichtig. Wichtiger als ihn zu töten zu gehen. Aber die 10 Sekunden werden. Ah, ja, die brennt. Sascha, sehr schön. Brennt durch, oder? Nee, wird gelöscht. Damit macht er nichts. Kann ich jetzt mit dem Torpedo sehen. Jawohl. Die Cap haben wir schon mal. Schnell raus, damit der Marsch! Der kommt da durch, ne? Macht ja nix. Das Problem ist, ich habe einfach 15 Nicht-Durchschläge. Muss man besser konzentrieren auf das Schießen. 1, 2, 3, 4, raus. Sehr schön, Sascha. Sehr gut, dann kann ich theoretisch rausgehen, weil wir führen. Ja, die ändern immer wieder was, das ist das Problem. Ich muss auf den. Ich kann es nicht durchschlagen. Wo schieße ich denn hin? In der HE. Nein, da habe ich auch. Ich glaub, auf dem Deck habe ich nicht durchschläge. Das ist das ganze Problem mit dem Ding. Ich muss die Aufbauten treffen. Schießt doch. Da geht's. Ey, der hat gerade eben geschossen, der ist glaube ich noch muss da reinkommen. Ah, jetzt aber. Jawohl. Jetzt bin ich hoffentlich. Oh, jawohl, noch einen Hauptkampf. Jawohl, noch einen. Komm. Da schauen wir raus. Ja, jetzt bin ich seitlich. Rücke 4 für den. Ja, wenn das funktionieren würde. Mädels, das stellt ihr euch vor. Mit dem CC-Bonus, das wär's ja. Ein Top-Treffer. Jawohl. Du hast noch den Träger, alles da. Jetzt liegt's am André. Ausweichen. Problem ist, ich bin mehr mit dem Ausweichen der Flieger beschäftigt als mit dem Schießen.
gewonnen. Ja. Hast du 100%? Ja, ich habe nicht hier unten hingezielt, sondern, ah, das sieht man nicht, hier hin. Da geht's durch eigentlich. Oh. Aber das Problem, die Feuer werden ja sofort gelöscht und dann sind sie 60 Sekunden immun dagegen, weil die Reparatur so lange geht. Also drei, mega. Sechs, wir haben zusammen 8 Schiffe rausgenommen. Oh. Sexy. Up. Ich gebe es zu, ich habe während ich den Flugzeugen ausgewichen bin, schlecht geschossen, weil die Zusatzbelastung. Ja, ist gut. Die Zusatzbelastung war einfach. Oh, zu viel. Ah, es war mal ein spannendes Endgefecht hier noch. Geil, gut gemacht, Sascha. Dankeschön. Colorado bekommt ein Lob. Spiel gut. Und halben Herzinfarkt.